Herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Ich bin hier nochmal bei den Kameraden in Gotzhorn. Das sind wir. Also die Gotzhorner Feuerwehr ist halt ziemlich spezialisiert auf das Thema AGTs, Artenschutzgeräteträger oder unluftunabhängige Artenschutzgeräte. Okay, aber das ist was die Truppe, wo ich immer, also ich habe schon so viel Wissen mitgenommen, das finde ich total super. Aber jetzt kam noch was Besonderes. Da dachte ich, ey, davon machen wir jetzt einen eigenen Film und deshalb sind wir hier. Los geht's. Was macht ihr nach dem Einsatz? Das finde ich wichtig. Ja, nach dem Einsatz ist ja vor dem Einsatz. Ne? Bei uns ist es so, dass der Druckbelüfter immer eingesetzt wird. Und wenn der Angriffstrupp oder der Trupp, der im Innenangriff war, aus dem Brandeinsatz rausgeht, kleidet er sich vor dem Druckbelüfter schon aus. Ist das räumlich nicht... Moment, lass mich noch ganz kurz mal sein. Das heißt, ihr zieht euch vor dem Druckbelüfter aus? Ja, während das nicht Ding läuft natürlich. Okay, aber nicht damit er aussieht wie Marilyn Monroe, sondern ihr macht das aus Eigenschutz? Aus Eigenschutz. Eigenschutz, genau. Okay. Können wir das gleich mal machen? Das können wir machen. Wären so ein paar Leute bereit, mal einen kleinen Strip? Ja. Okay. Mädels, holt euch schon mal eine Cola, jetzt geht's gleich los. Das heißt, ihr setzt von Druckbelüfter, werdet ihr ausgezogen, damit? Damit wir die Brandgase, die vorher in unserer Jacke waren, ja, die werden irgendwann ausgasen. Wenn wir damit jetzt auf dem Fahrzeug sitzen würden, würden wir die Brandgase, vor denen wir uns vorher geschützt haben, würden wir wieder einatmen. Wir würden eine Kontaminationsverschleppung machen, auch auf dem Fahrzeug. Bei uns ist das Ziel, dass wir halt die Klamotten vor den Druckbelüfter ausziehen. Wir haben halt den Luftstrom, der uns davor schützt. Mhm. Ja, die Klamotten werden in eine Mülltüte, in einen Pack reingepackt. Das wird dann auch zugeklebt. Und ganz zum Schluss wird bei uns erst das Atemschutzgerät abgelegt und dann wird, sag ich mal, von den Druckbelüfter weggetreten. Und wenn dann schon vorhanden, zieht der ausgekleidete Trupp wieder neue Schutzkleidung an. Also bei uns ist es so, dass wir zum Teil die Truppen zwei- bis dreifach ausgestattet sind. Also hier wird der Druckbelüfter wirklich genutzt, um eine Kontaminationsverschleppung quasi, ne? Oder eine kleine Dekon für den Feuerwehrmann vorzunehmen, ne? Oder Feuerwehrfrau. Wenn das halt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wenn das an einer Stelle nicht möglich ist, dann wird halt ein zweiter Druckbelüfter aufgebaut. Wir führen auf dem Fahrzeug zwei Druckbelüfter mit und auf dem zweiten Fahrzeug jeweils noch einen Druckbelüfter. Somit ist eigentlich immer sicher gegeben, dass der Trupp sich, sag ich mal, vernünftig ausziehen kann, ohne eine Kontaminationsverschleppung oder Eingefährdung durch die Brandgase zu haben. Super. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist auch eine Möglichkeit, sich erstmal sauber zu pusten, die Einsatzkleidung erstmal ein bisschen... Sauber zu pusten, das ist das richtige Wort. Okay. Würde ich sagen, wollen wir das mal angucken? Ja, Jungs, geht los. Okay, Druckbelüfter an, los geht's. Bin ich ganz gespannt. Das ist Musik. Ja, das ist ja ein Ding, du. Da bin ich aber echt ganz begeistert. Also, ich glaube schon, dass das richtig viel bringt. Also, ich habe gesehen, wie er sich zwischenzeitlich so richtig schön ausgeschüttelt hat. Optimal ist jetzt noch einmal mit Wasser, dann kann ich in Ruhe hingehen, Handgelenke rein und darüber fahre ich meine ganze Temperatur nochmal richtig schön runter. Also, das war sehr interessant. Okay. Also optimal wäre natürlich, man kann es direkt in eine Tüte packen, aber wenn man allein ist, bleibt es mal da liegen. Es pustet ja eh hier alles von mir weg. Der zweite Mann kommt ja auch noch, dann kann ich in Ruhe dann anschließend meine Sachen einpacken. Und das heißt, kann ich waschen. Das heißt, okay. Natürlich, man ist auch tierisch kaputt, ne? Die Sachen sind ja so auch wahrscheinlich von innen nicht mehr so trocken. Was macht ihr mit den Sachen, die gehen dann in die Wäsche? Die werden hier in diese Tüten verpackt, komplett rein. Die Tüte wird verschlossen, mein Name drauf, was für ein Einsatz war. Okay. Wohnungsbrand, eventuell vielleicht auch dadurch, dass wir ja auch Messeinsätze fahren, da geht das dann genauso anschließend weg, wenn irgendwelche Chemikalien in der Luft waren.
Der Helm wird selber die Schale von uns gewaschen. Das Innenleben nehmen wir komplett raus und wird auch in diesen Sack reingepackt mit Datum und allem. Genauso wie die Atemschutzgeräte, die gehen auch in eins weg. Komplett. Okay. Auch die werden nach jedem Einsatz ganz überprüft in der Atemschutzwerkstatt. Du hast gerade ein Stichwort gesagt und da kam nicht eine Frage auf YouTube von einem Kameraden, ich weiß den Namen jetzt oder nicht mehr genau, der fragt, Stiefel, wie man die am besten reinigt. Wie macht ihr das? Ihr macht das selber? Die müssen wir leider selber machen. Okay, aber Stiefelwaschanlage haben wir bei uns vor Ort mit Wasser, beziehungsweise natürlich erstmal auch hier am Fahrzeug die erste Grobreinigung. Und den Helm auch abwischen? Ja. Okay. Das heißt, wie wischt ihr ihn ab? Was macht ihr darauf? Also wenn wir die Feinreinigung machen mit Priel, Seife geht ja okay, genauso. Also irgendwas, was fettlöslich ist. Und dann ordentlich abspülen. Von innen und außen. Inlay haben wir ja vorher rausgenommen. Okay, die ganzen Innenleben ist raus. Ja. Ihr macht den von innen und außen einfach mit Spülmittel und Wasser sauber. Okay. Ja. Das ist schon mal die Frage damit beantwortet, hoffe ich für dich. Ne? Und die Kleidung geht in die Reinigung. Das heißt, wenn es ein Einsatz kommt, was machst du dann? Wir haben Ersatzgarnituren im Gerät. Ersatzgarnituren. Was frage ich? Okay. Na gut, wenn die Langenhagener Feuerwehr auch auf euch mit setzt bei Artenschutz einsetzen, ist natürlich klar, dass ihr natürlich auch dementsprechend die Ausrüstung haben sollt. Genau. Jedes Garnitur ist zugeteilt über die Barcodes, die wir überall drin haben, den einzelnen Leuten, Kennzeichnung, wie oft gewaschen wurde, weil es ja nach einer gewissen Stückzahl dementsprechend aussortiert werden muss. Also ich bin überzeugt, dass das gerade eine Anleitung für viele Feuerwehren war, weil so mit Strichcode haben wir zum Beispiel bei uns persönlich jetzt auch nicht und absolut sinnvoll. Dass hier Kennzeichen, wie oft die gewaschen wurden, machen bestimmt auch welche. Licht ist ja Herstellerangabe, wie oft du überhaupt nur waschen darfst. Okay. Und danach sie dann aussortieren musst. Also sehe schon, also deshalb bin ich froh, dass ich jetzt hier gewesen bin, dass ich das mal richtig nochmal gesehen habe. Also super. Also kann ich nur mal einen Feuerwilli-Hut vor euch ziehen, was AGT angeht. Bin ich total beeindruckt. Schön, dass es sowas gibt hier bei uns. Also klasse. Habe ich viel mitgenommen? Ich weiß, ich habe bei dir auch gebettelt, dass ich kommen darf. Das finde ich super, was ihr hier macht. Also, ich habe so viel Eindruck jetzt auch für mich mitgenommen, wo ich total begeistert bin. Und ja. Es ist immer schwer, diese Truppe auch zu bremsen. Ne? Auch wir lesen uns ja bei dir schlau und auch bei anderen YouTube-Hacks schlau. Wir testen, probieren selber mal viel aus. Ja. Und es ist schwer, bei so vielen Leuten immer einen gleichen Ausbildungsstand zu haben. Aber wir sind da halt immer stetig bei uns da weiterzuentwickeln, weil wir versuchen, das zu tun, was für uns den Job einfacher und vor allen Dingen sicherer macht. Und wir wollen alle noch gesund in Rente kommen. Super. Also, ich denke, ihr seht das genauso. Lasst für die Jungs mal einen Daumen hier. Nehmt ein paar Erfahrungswerte mit. Kommentiert ruhig, fragt ruhig. Wir antworten. Antwortet, genau. Ihr könnt das mal ein bisschen betreuen. Ich werde dazu gar nichts sagen. Bei AGT-mäßig habe ich auch gleich gesagt am Anfang, da war die Kamera noch aus. Ich brauche es hier nicht so tun, als ob ich denen was erzählen kann. Das habe ich gesagt, macht mal einfach und bin darüber auch sehr froh, wie es gelaufen ist. Schönen Dank. Und das war also für mich hier super. Also Thema auch gerade, die Reinigung der Einsatzkleidung. Die Kontamination, wird manchmal so, allein schon der Begriff wird ja oft belächelt, Kontaminationsverschleppung. Aber gerade Thema Feuerwehrkrebs, guck mal ein bisschen in die Feuerwehrmagazine gerade rein. Das Thema ist halt da, man kann davor nicht die Augen verschließen. Schützt euch selber bitte, genau wie die es auch vormachen. So arbeitet man richtig, Sachen gleich reinigen nach dem Einsatz. Und ja, vielleicht kann man hier noch mal kurz erwähnen, dass wir in naher Zukunft dahin gehen wollen, dass wir an der Einsatzstelle schon die PSA tauschen wollen. Mit einem Konzept, was wir AB Einsatzkleidung nennen werden, das natürlich stadteinheitlich genutzt werden soll. Ganz kurz, AB Abrollbehälter. Abrollbehälter, okay. Ja, okay, ne? Ich habe auch heute bei Feuerwehr Willi gelernt, wie man Filme filmt und dass man manchmal ein bisschen weniger und langsamer reden muss. Ist nicht ganz so einfach. Sieht einfach aus, ist es aber. Ja. Nee, super. Also Abrollbehälter und dann könnt ihr an der Einsatzstelle gleich so reinspringen. Genau, dann soll alte Kleidung weg, neue Kleidung gleich wieder anziehen, sodass der Feuerwehrmann dann halt für den Einsatz halt nochmal eingesetzt werden kann in diesem Einsatzgeschehen, weil für Stefan wäre jetzt der Einsatz gelaufen. Ne? Den könnten wir jetzt nicht wieder einsetzen. Wie lange macht ihr Pause, wenn das länger geht? Sagst du selber, wann du dich wieder fühlst? Ja. Definitiv, egal wer was sagt, ich bin der Selbstentscheider. Keine Ahnung, hat mir was zu sagen, was das angeht. Natürlich. Auch wenn es mir natürlich drin nicht so gut jetzt geht. Jetzt mal ganz ehrlich, als Führungskraft bei dem Auftreten, da sagst du auch nichts anderes. Ne? Das mache ich auch nicht. Genau, Autorität in der Truppe. Ja. Nee, super, okay. Ja, wie gesagt, denkt an euch, das ist das Wichtige, gerade an die AGTs. Und ja, finde es schön, dass wir so das heute nochmal sehen durften. Immer wieder geil. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ne? Guck mal, was wir noch finden. Genau. Okay. Tschüss.